dort könnt ihr den Hashtag C3T verwenden. So, for the very last talk of this evening, der letzte Vortrag hier heute Abend, nachdem wir gelernt haben, wie man in Gegensprechanlagen reinzubrechen, lernen wir hier, wie man in Bankautomaten einbrechen kann. Olga und Alexi sind bei Kaspersky und sind dort bei dem Penetration Team. Viele von euch nutzen Bankkarten, um Sachen in Läden und so weiter zu kaufen. Aber manchmal braucht man auch Bargeld. Zum Beispiel, wenn ihr in die Lounge geht und einen Junk kaufen wollt, dann braucht ihr Bargeld. Ihr müsst zu einem Bankautomaten gehen und ihr schaut links und rechts und ihr schaut nach Skinners und nach Kameras und Nachbauten von den bösen Jungs und wenn ihr nichts gefunden habt, dann steckt ihr eure Karte rein, gebt die PIN ein und die Geldmenge und der ATM, der sagt, dass es kein Geld gibt. Irgendwelche Hackers haben diesen Automaten rausgenommen und wenn er ein echter Hacker war, hat er eine Viertelmillion rausgeholt. Und der ATM ist einfach nicht perfekt. Heute wollen wir euch über die ideale Situation erzählen, dass ein ATM sicher ist, mit einem angemessenen Grad an Sicherheit. Ich bin Alexa und das ist und wir sind von Kaspersky und wir sind dort in dem Penetration Testing Team. Die erste Frage, was ist ein ATM? Was ist ein Bankautomat? Es gibt verschiedene Arten von Bankautomaten, in die man Geld rein- oder rausstecken kann. Oder es können durch die Wand sein oder es kann allein freistehend sein. Es gibt viele Hersteller für diese Geräte um die Welt. Manche nehmen einfach nur kleine Teile von unterschiedlichen Herstellern, tun es zusammen in eine Kiste und nennen es Bankautomaten. Der obere Teil des ATM, der Bankautomaten ist hier zu sehen, hat einen Kartenleser drin und so weiter. Und unten gibt es den Teil, der nennt sich Safe. Da sind die Geräte drin, die das Geld zählen und aushändigen oder die das Geld annehmen. Oder es gibt eine Hardware-Unit. Die Hauptsoftware auf diesen ATMs ist häufig das Microsoft-Betriebssystem. Und der häufigste Fall ist, dass es Windows XP darauf verwendet wird. Und Microsoft hat vor drei Jahren aufgehört, Updates dafür zu liefern. Dann ist ein bisschen Software drauf, die das grafische Benutzeroberfläche für den Kunden zeigt. Dann gibt es ein Stückchen Software, was mit der Bank und der letzte Teil ist, um die Peripherie zu bedienen. Außerdem gibt es noch Antivirus-Software drauf. Vielleicht gibt es Videoüberwachung. Und manchmal findet man auch ganz fürchterliche Software da drauf. Zum Teil kriegt der Angreifer unbegrenzten Zugang dazu.
Es sind ein paar komische Mikrocontroller anderswo in dem Gerät. Und die Hersteller, die Techniker von dem Hersteller lachen darüber. Der Control Flow ist sehr linear. Es sollte keine Daten von den Hardware-Units, das Processing Center, das macht die Entscheidungen und schickt sie dorthin. Und die anderen Komponenten reichen das dann weiter. Um an die Daten zu kommen, muss man alle Layer auspacken. In Wonderland, all ATMs are secure. And let's see how. In dem Fall sind die Bankautomaten sicher. Also das niedrigste niedrigste Ebene ist am nächsten am Geld und das ist am wichtigsten zu beschützen. Also das Geld ist in diesen Kassetten und diese Kassetten selbst sind sicher. Also da bekommt niemand Geld raus ohne irgendwelche speziellen Erlaubnisse. Also sie sind sehr sicher. Also wenn jemand versucht, Geld rauszuholen, wird es sehr schwer. Wenn jemand die ganze Kassette klaut, wird es sehr einfach, den nachzuverfolgen. Und wenn jemand versucht, die Kassette aufmacht, das Geld wird zerstört werden, wenn man versucht, die aufzumachen. Der schlimmste Fall, wenn die Kassette geöffnet würde und das Geld nicht zerstört würde, kann man das Geld immer noch nachverfolgen, zum Beispiel über die Zahlen auf den Banknoten. Und dann kann das nachverfolgt werden. Aber nicht nur das Geld, nicht nur das Bargeld ist das Ziel für die Kriminellen, sondern auch die Bankkarten. In der idealen Welt können Karten nicht gestohlen werden. Daten können nicht gestohlen werden von den Bankkarten. Since bank card contains Magstripe, it can't be intercepted. Da Bankkarten Magnetstreifen haben, kann die Daten leider doch gestohlen werden. Wenn der Chip nicht Also es gibt die Kassetten sind nicht so sicher. Cassettes have all mechanics to eject notes outside of cassettes. So it's possible for attackers to get cash by using only screwdriver. And if money was stolen, it is hard to trace them because it's still hard task to mark them. Also wenn Kassetten gestohlen werden, ist es ziemlich hart, sie nachzuvollziehen, weil es ist hart, sie alle einzeln zu finden. Also jetzt Level 1, das ist jetzt das Hardware-Level. Also Angreifer können ein Viertelmillion Euro bekommen von jeder Bankautomaten. Diese Menge von Geld ist genug. Ist genug, um eine Menge Junk für jeden zu kaufen. Jeder Spencer hat vier Geldkassetten und es gibt auch viele, viele Sensoren und Mechanismen, die Geld rausholen. Other ones check size of banknote and so on. So looks like firmware should be very complex. Es sieht so aus, als ob die Firmware sehr komplex sein müsste. Ein anderes interessantes Gerät ist der Kartenleser. Der ist auch verwendet, um Finanztransaktionen durchzuführen, die auf dem Chip drauf sind. Dieses Gerät müsste mit anderen Sachen in dem kommunizieren,
unter anderem für biometrische Identifikation. Das PIN-Pad ist das sicherste Element wegen unterschiedlicher Standards. Es muss erstmal mit diesem Standard übereinstimmen. Und es hat, dieses PIN-Pad hat zwei unterschiedliche Betriebsarten, sicherer, secure und open. Das heißt also PIN-Input und zum Beispiel Geldbetrag. Die biometrische Identifikation wird immer beliebter. Diese Features können die Benutzer identifizieren, wenn die sich zum ATM kommen. Die Features können nicht weggenommen oder geändert werden. Das Processing Center kann Kommandos an die Hardware-Teile schicken und mit denen kommunizieren. Alle Daten sollten durch Verschlüsselung geschützt sein. Die Daten werden eigentlich nur im Processing Center auf der anderen Seite vom Netzwerk gebraucht. But it was another lie. Unfortunately, only so-called sensitive commands. Nur sensible Kommandos sind geschützt. Rumor has it that PinPad encrypts all data that comes from it. Wir haben das Gerücht, dass alle Daten, die von dem Ding kommen, verschlüsselt sind, aber das ist nicht so. Das Gute ist, dass der PIN-Code verschlüsselt ist, dass die Daten nur in dem Processing Center entschlüsselt werden können. Warum das für die anderen Hardware-Units nicht gemacht wurde, das weiß man nicht genau. Das nächste, was uns fehlt, ist, dass wir Firmware Verification haben sollten. Aber es ist gar nicht schwer, ein Stückchen Code in die Firmware einzufügen, um einen geheimen Vektor einzufügen. Wenn wir über den Auszahlteil sprechen. Die biometrischen Daten sind leicht übergangen von den Banken. Ich kann leicht meinen PIN-Code oder meine Bankkarte ändern, aber ich kann mein Gesicht oder meinen Fingerabdruck nicht ändern. Außerdem gibt es Millionen Geräte, die Pässe und identifizieren. Guys who build this wall. Vielen Dank für den, der hier diese Wand gebaut hat, unten. Jetzt haben wir über die Hardware-Einheiten gesprochen und wie die mit dem Processing Center reden. Es gibt hier verschiedene Standards und USB wird häufig verwendet, um diese Hardware-Geräte intern zu vernetzen. Banken sagen, da gibt es eine USB-Verbindung und niemand kann diese Daten jemals sniffen. Ältere ATMs haben den SDC-Bus verwendet, das ist RS485. Und jedes Gerät an dem Bus kann Kommandos von allen mitlesen und an alle senden. Und die Hersteller und Banken waren nicht darauf vorbereitet, dass das kommen würde. Die Daten, die sollten alle verschlüsselt sein. Aber das, was über die Kabel geschickt wird, wird nicht gemacht. Jetzt gibt es Startups, die USB-Busse verschlüsseln. Aber leider verstehen die nicht, wie diese Geräte funktionieren.
only security by obscurity. Häufig ist das nur Security by Obscurity. Und die schützen eigentlich nur das Gerät, aber nicht den Bus. Die Erwartung ist eigentlich, dass man nicht an die Kabel drankommt und das Gerät nicht aufkriegt. Aber die schlimmen Leute sind schon da drin. Jetzt wollen wir mal schauen, was ein Gerät, was an dem USB angeschlossen ist, machen kann. Hier haben wir einen USB und wir haben einen Angreifer und er hat vielleicht einen Schlüssel im Internet gekauft. Also er hat das Gehäuse geöffnet und hat damit den ersten Level Sicherheit übersprungen. Und jetzt schließt er das USB-Kabel oben an und schließt das an das Gerät an. Und da ist eine Batterie und ein Wi-Fi-Gerät. Das Gerät ist offline, aber es funktioniert noch. Attacker sent dispense comments just using their smartphone. So, jetzt schickt der Angreifer Kommandos vom Smartphone. Send these comments to dispenser directly. Und jetzt hat er gesagt, ich möchte an die Auszahlungseinheit schicken, dass sie bitte schön was rausschicken soll. So. Und nach 2 Minuten hat der Angreifer es geschafft, das Geld aus dem Automaten rauszuholen. As you can understand, this attack might be repeated for many, many times. Dieser Angriff kann immer wieder wiederholt werden. Okay, we spoke about USB devices and their connections. Jetzt haben wir uns über USB-Geräte und deren Anschlüsse unterhalten. Aber es gibt noch ein Betriebssystem, was diese Geräte kontrolliert. Also es ist ein Windows-basiertes Betriebssystem, häufig XP. Vor einem halben Jahr hat uns die Bank erzählt, dass sie es geschafft haben, von Windows XP auf Windows 7 umzustellen. Jetzt gibt es Service Provider, die Geräte in dem Bankautomaten herstellen. Und die haben Treiber im User Space und die Kommunikation passiert über LibUSB. Alle Geräte werden als LibUSB-Geräte dargestellt, mit Namen und mit was sie tun. Und man kann alle Kommandos zu ihnen schicken. Und diese Service-Provider sind von den Herstellern hergestellt. Und der Hersteller, der kombiniert verschiedene Peripheriegeräte von verschiedenen Herstellern. So, jetzt gibt es eine Auflage, dass sie die Menge Geld anzeigen und so weiter. Und das, dieses XFS, dieses Extension for Financial Services, gibt diese Schnittstelle da. Windows-Anwendung und das grafische User Interface macht nichts. Es sammelt nur Informationen von dem Benutzer und von den Geräten und sendet das dann zum Prozesscenter. In einer idealen
In einer idealen Situation gibt es nur entfernte, gibt es nur das Prozesscenter und der Geldautomat selbst macht nichts und der macht einfach, was das Prozesscenter von Prozesscenter gesagt wird. Aber es gibt keine sichere Kommunikation zu manchen Geräten und der weiß nicht wieso. Diese Applikation hat ein minimales Interface. Es stellt keine Features zur Verfügung, die zusätzliche technische Informationen zu dem Geldautomaten zur Verfügung stellt. Aber unglücklicherweise sind alle Banken faul. Sie wollen nicht mehr Geld ausgeben, um andere Software, um verschiedene Teile von Software herzustellen. Sie implementieren das alles in eine Software und sagen dann, okay, das ist jetzt sicher. Ein Beispiel, was lange benutzt wurde, war auf XFS. Basiert und Banken haben dann gesagt, okay, wir werden jetzt auf der linken Seite könnt ihr einen Virus sehen, der Kommunikation vom Service Provider abfängt und unglücklicherweise ideal wäre es sicher, aber in der richtigen Situation ist es sehr verwundbar. Jedes bisschen Software in dem ganzen Puzzle kann den Befehl ausführen, zum Geld zu bekommen, um an den PIN-Code zu kommen, an die Karte zu kommen. Und es gibt verschiedene Verbrecher, die schon verschiedene Banken attackiert haben, die Sniffer installieren oder Wireshark, zum Beispiel Wireshark, und die fangen dann alle Daten ab, die zwischen dem Computer und dem Cardreader ausgetauscht werden. Die bekommen dann alle Informationen von deiner Kreditkarte und auch alle Informationen, die für die Transaktion gebraucht haben, in einfachem Text und senden das dann zu einem Server im Internet. Und denn Bankautomaten sind normalerweise im Internet verbunden und das ist unglücklicherweise ein Problem. Wenn du zu einem Bankautomaten gehst, schau an, dass du verschiedene Schema und wenn du nur auf Kameras und Schema siehst, dann reicht das nicht, denn deine Daten sind intern zum Prozesscenter, werden intern zum Prozesscenter übertragen und wir haben Viren gesehen, die nicht nur die Zugriff zu Service Providern benutzen. Also hier ist wieder unser Video. Das ist jetzt der Backdoor-Schema. Und das wurde von diese Malware wurde aktiviert durch eine spezielle Karte, Bankkarte. Und hier sehen wir jetzt das Fenster, um das spezielle Passwort einzugeben. Der Angreifer kann die Anzahl von Commands eingeben, zum Beispiel den Command, der das Geld ausgibt, und der Angreifer kann auch die Nummer von der Kassette eingeben, von der das Geld ausgegeben werden soll. One more. It was a real malware. Es war eine wirkliche Virus, der weit verbreitet ist in der Welt. Jedes Beispiel wurde in verschiedenen Ländern erfolgreich gemacht. Ihr solltet verstehen, wenn ein Hacker die Karte in
Wenn ein Hacker die Karte wenn die Karte in den Geldautomaten gesteckt wurde, wurden die Daten, die da benutzt wurden, um das Geld abzuheben, überhaupt nicht mal auf dem Geldautomaten in den Log gespeichert. Die Daten wurden alle schon vorher abgefangen. Das heißt, es gibt nachher keine Beweise. Man weiß nicht mehr, was man nachher untersuchen soll. Und oft wollen Banken ja verstehen, wie das überhaupt passiert ist. Und unglücklicherweise in vielen Fällen gibt es nicht mal Videoüberwachung, um zu verstehen, was passiert ist und wie es geklappt hat. Jetzt, wir haben über das Windows-Betriebssystem gesprochen, über Karten. Kartenleser über USB und wie schwer ist es, in den Geldautomaten reinzukommen. Aber manchmal wir hören oft, dass in Europa sieht es anders aus. In Europa sind alle Geldautomaten in der Wand eingemauert und dadurch sehr sicher. Oft gibt es dann es gibt ganz verschiedene Alarmsysteme und niemand kann irgendwas in 5 Minuten machen und all das Geld bekommen. Betriebssysteme sind nur eine Plattform, die machen nichts. Sie sind natürlich sehr geschützt durch Windows XP. Sie können von irgendwo in dem Netz angegriffen werden. Und verschiedene Software. Die letzte Möglichkeit, die Software auf dem Geldautomaten zu beschützen, ist nichts, was nicht schon auf dem ATM drauf ist. Bankautomaten kommunizieren mit dem Zentrum und mit dem Verwaltungssystem. Oft ist es sehr einfach für Netzwerkspezialisten, alle Geldautomaten in einem einzigen Netz zu verbinden. Wieso nicht? Dann sind sie halt alle in dem gleichen Netzwerk. Dann sehen sie sich halt alle gegenseitig, aber es ist natürlich komplett sicher. Was soll denn schon passieren? Die senden dann die Kommunikationsdaten zum Rechenzentrum und nichts passiert. Aber unglücklicherweise, der physikalische Zugriff ist viel, viel einfacher, als man vermutet. Dieser Typ hier hat mit einem Bohrer zu dem Geldautomaten durchgebohrt und hat dann zu den Interface-Kabeln Zugriff bekommen. Das hier sind echte Bilder. Alle Daten sind verloren gegangen für die Banken. Unglücklicherweise gab es keinen Alarm, denn niemand hat den Geldautomaten aufgemacht, also keine Öffnung, kein Alarm. Unglücklicherweise ist es meistens viel schlimmer. Zum Beispiel haben wir oft Modems nah an dem, wir haben oft einen Modem-Anschluss, der aus dem aus der Geldautomaten rausschaut und scheinbar ist Duct Tape okay. Also hier hat man dann einen Geldautomaten, wo alle Kommunikation rausschaut und man kann einfach anschließen und loslegen. Also man sieht da auch USB-Anschlüsse und all das andere. Denn einen Geldautomaten öffnen, reinzukommen und ein Keyboard anzuschließen, sollte eigentlich harte Arbeit sein. Und auf Level 5 haben wir dann Leute. Jedes System unterhält sich mit Leuten und Ingenieure machen dann verschiedenes Zeug damit. Und als wir uns das Schema von dem Geldautomaten angeschaut haben, ist es eigentlich eine Lüge, denn das Schema ist eigentlich viel größer. Wir haben verschiedene Bürocomputer, wir haben Verwalter, wir haben verschiedene
Datenbanken und Computer Center. Und eigentlich ist es ein Riesensystem, was auf vielen, vielen Ebenen beeinflusst werden kann. Zum Beispiel haben wir da unten Administrator Accounts, und oft sind diese Administratoren und vertraut man denen nicht, um Bürocomputer zu verwalten. Und es gibt verschiedene Häufig sind die Bankautomaten-Administratoren nicht so kompetent, wie wir schon gesagt haben. Es gibt es die Bankautomaten in unterschiedlichen Orten, und häufig sind sie mit einem 2G-Netzwerk miteinander verbunden. Wenn jemand, wenn ein Sicherheitsspezialist in der Bank das Handbuch geöffnet hat, hat er gesagt, es gibt Verschlüsselung in 2G, und deswegen ist das sehr, sehr sicher. Aber wie wir gesehen haben, kann man das gute Netzwerk hier sehen, an das man sich mit dem Gerät anschließen kann. Your connections with 2G-Networks can be intercepted. Unsere Verbindung mit dem 3G-Netzwerk kann wie abgefangen werden. Und wir sehen manchmal, dass die Bankautomaten alles sehen und in dem Domain-Controller sehen können, der Updates dorthin schickt. Es passiert nicht selten. Es gibt hunderte von ATMs, die mit einem Knopf angegriffen werden können, weil es sich um eine Group Policy handelt, und dann kann man den Antivirus deinstallieren und Malware installieren. Und was die vergessen haben, ist, dass das ATM nicht eine Kiste ist, sondern ein Eingangspunkt ist, und dass der Angreifer häufig nur einen ATM angreifen muss, um ins ganze Netzwerk einzugreifen. Also der Angreifer hat ein Netzwerk mit falschen Einstellungen gefunden, und hat dann das Kabel hier in diesem Ding gefunden, hat das Kabel abgezogen und verbindet sich hier mit dem Netzwerk für alle ATMs. Der Raspberry Pi, der simuliert ein echtes Processing Center. Und alle ATMs sind unter Kontrolle des Angreifers. Die Freunde von diesem Angreifer können zu allen ATMs hingehen. Die können so tun, als ob sie eine normale Transaktion durchführen. Beliebige PIN, beliebige Karte. Und die können die Kassette, von der das Geld rausgeholt wird, ändern, und sie können das Geld rausholen. Here is our jackpot. Und hier ist der Jackpot. Now attacker returns to ATMs. Jetzt hat der Attacker zwei ATMs. Und jetzt holt er sein Gerät wieder raus und hinterlässt keine Beweise von seinem Angriff. But please don't use this ways to get money to Chunk. Aber bitte mach das nicht, um Geld für Chunk zu besorgen. Oder für andere Gründe. Was ihr hier gesehen habt, ist ein echtes Problem.
Okay, 5 minutes and the security guys will get to ATM with alarm system. Wenn also die Leute 5 Minuten brauchen, um zu dem ATM hinkommen, diese ganzen Sachen, die brauchen weniger als 5 Minuten, die brauchen 2 Minuten. Das heißt also Hardware installieren, Geld rausholen und das Gerät wieder entfernen, dauert weniger als 5 Minuten. Well, there's no conclusion wir haben hier keine Lösung für euch, weil die aktuelle Sicherheit sieht so aus. Die versuchen einiges zu beschützen in diesem Netzwerk. Und dann geben sie die Geldautomaten zu dritten Parteien und lassen sie da. Und sie hören aus dem Internet. Sie hören im Internet, dass es also Malware gibt und Blackboxes und so weiter. Und dann kommt wieder irgendwas. Sie hören alles Mögliche aus dem Internet und dann installieren sie immer irgendetwas, um das zu blocken. Aber das sind nur die niedrig hängenden Früchte. Häufig hören wir über solche Fälle nicht, weil die Banken sehr diskret über ihre Probleme reden und sie teilen diese Probleme auch nicht mit anderen Banken. Das ist häufig das größte Problem, weil in manchen Ländern ein Blackbox-Attack auftaucht und die Bank sagt, wir haben kein Problem. Und eine andere Bank hat den gleichen Angriff gehabt und die wussten es einfach nicht und waren darauf nicht vorbereitet. Die Hersteller sind nicht so schnell, dass sie irgendwelche Mechanismen bauen können, um sich dagegen zu schützen oder ihre Kunden dagegen zu schützen, die Banken. Und häufig sagen sie, wir haben kein Problem und wir haben euch das Gerät verkauft und wir wollen jetzt nicht mehr zusätzlich investieren. Aber in vielen Fällen ist das Problem die Architektur und sie sollten sich eigentlich schlechter dazu fühlen. Wir wissen, dass viele Hersteller, wahrscheinlich alle, immer wieder versuchen, neue Versionen mit neuem Betriebssystem, mit neuer Hardware herzustellen versuchen. Und wir wollen Sie bitten, bitte seid mehr offen. Redet mit Sicherheitsspezialisten, redet mit Banken. Denn häufig machen die Hersteller die Probleme. Und manchmal macht die Bank das Problem, weil die Bank nicht alle Features umsetzen will, die schon da sind. Und einige Probleme können mit Updates oder mit Integrationsmöglichkeiten oder mit Passworten behoben werden. Very easy to understand. If first command or third command return anything about your ATM machine, you're screwed. Wenn der erste oder der dritte irgendetwas zurückgibt, dann hast du ein Problem. Wenn das zweite oder etwas gibt, dann habt ihr ein Problem. Ihr sollt Wireshark und USB PCAP auf der Maschine verwenden und nachschauen, ob das, was ihr im Traffic seht. Es ist nicht sehr schwer, USB zu einzufangen und sowohl mit Software als auch mit Hardware. Beagle ist eine Hardware, um USB-Daten, USB-Bus einzufangen, die Daten. Und in einem ATM, in einem Bankautomaten ist es 250.000. Was wir hier sehen wollen, ist eine Zwiebel. Wir wollen verschiedene Schalen für die verschiedenen Ebenen der gesichert sehen. Wir wollen eine Infrastruktur sehen, die ein Kommando
zu der Maschine schicken kann, um das zurückzukriegen. Leider ist Sicherheit ein Prozess. Und es gibt immer jemanden, der anbietet, am allerbilligsten zu sein. Und der kriegt dann den Zuschlag und der macht dann die Sicherheit. Wenn man zu dem niedrigsten, billigsten Anbieter geht, um die Sicherheit einzukaufen. Wir wollen, dass wir miteinander redet. Die Banken sollen mit den Herstellern, die Hersteller mit den Banken reden. Aus unserer Sicht ist ein Software-Sniffer leicht abzufangen und die Kreditkartendaten mit allem können gestohlen werden. Und damit ist es ein Problem der Bank. Wenn ihr ein Problem mit Skimming habt, dann ist das nicht immer euer Problem, sondern eher ein Problem von der Bank vielleicht. Vielen Dank an die folgenden Leute, die haben uns mit unserem Reverse Engineering und mit unserer Nachforschung geholfen. Der Code für den Dispenser ist echt ein Problem. Und wir wünschen euch viel Spaß und bleibt sicher. Wir haben eine Frage vom Internet. Könnt ihr bitte leise rausgehen? Also erste Frage vom Internet ist. Das Internet will wissen, ihr habt gesagt, dass es ein paar Default-Ports auf den wir wissen es nicht. Wir können diese Information nicht rausgeben, denn unglücklicherweise, wir sehen die Bankautomaten mit Problemen. Wir sehen die Bankautomaten mit vielen Scams. Und es gibt viele Probleme, deswegen können wir das nicht veröffentlichen. Hallo. Hallo. Ich würde gerne einen Kommentar dazu geben. Es ist nicht immer das Problem für die Bank selbst. Es ist oft das Problem vom Verkäufer des Bankautomaten. Wie du ihr gesagt habt, es ist nur ein normaler PC, der da drin ist, im Bankautomaten. Und wenn die Bank das Betriebssystem nicht auf Windows 7 oder Windows 10 upgraden will, dann unterstützt die Hardware das nicht. Also wenn die Hardware das neue Betriebssystem nicht unterstützt, ist es ein Problem. Und man könnte das dann ändern. And they asked for just normal PC a lot of money. And the bank, of course, would say, no, it's too much for me. Wenn die Bank oft ihre Hardware wechseln müsste, um auf neues Betriebssystem abzugraden, würde das sehr teuer werden für die Bank. Ja, wir wissen, wir kennen dieses Problem. Aber wir müssen auch sagen, dass es 10 oder 15 oder 20 Jahre gab, wo Bankautomaten funktioniert haben, wo gut funktioniert haben. Und dann haben Banken gesagt, ja, wir wollen das jetzt sicher machen ohne zusätzliche Investitionen und das wird nicht helfen. Ja, es gibt verschiedene Probleme im Betriebssystem, aber es gibt auch viele Probleme in der Software, die dieses Betriebssystem laufen lässt. Also es ist eine ziemlich komplizierte Situation, unklare Situation und wir können nicht unbedingt sagen, dass jemand mehr falsch oder mehr richtig liegt in dieser Situation und wir müssten eigentlich unsere Expertise und unser Geld kombinieren, um bessere Bankautomaten zusammenzubauen. Denn
Je schneller wir das machen, desto besser. Have a question. Ich habe eine Frage. Wieso denkt ihr, dass die Verkäufer nicht mehr in Linux-basierte Bankautomaten investieren? Wieso machen sie das nicht? Ja, sie könnten das machen, aber die Antwort ist alte Codebasis. Also sie haben schon eine jede Menge Geld investiert in Microsoft XFS. Die Verkäufer haben schon jede Menge Geld in diese Software investiert. Und deswegen, aber wir wissen, dass manche Verkäufer schon von Windows zu Linux-basierten Betriebssystemen wechseln. Wir denken, in der nahen Zukunft wird die Situation sich ändern. Also eure Forschungen sind toll und ich. Also gegeben, dass es Bitcoin-Bankautomaten gibt und dass die meiste Software auf den Bitcoin-Bankautomaten Open Source ist, was denkt ihr darüber? Ja, unglücklicherweise haben wir diese Bankautomaten noch nicht mit unseren eigenen Händen angefasst. Wir würden uns das gerne anschauen, wir würden uns gerne diese Bankautomaten anschauen, aber unglücklicherweise sind sie so selten, sind sie sehr selten und ungewollt, zumindest für jetzt. Danke für die interessante Präsentation. Einige von den Attacken, die ihr präsentiert habt, brauchen viele internes Wissen. Zum Beispiel die Attacke, wo der Attackierer das Netzwerk angegriffen hat zwischen den Bankautomaten. Woher bekommen die Angreifer dieses ganze Wissen über die Bankautomaten? Ja, unglücklicherweise ist es nicht so schwer. Denn es gibt, es ist alles Windows-basiert, also die ganzen Bankautomaten sind Windows-basiert und der Bankautomat greift auf den es ist sehr ähnlich zu Windows-basierten Kommunikation zwischen Windows-Computern. Und leider gibt es viele Verwalter von diesen Netzwerksystemen mit verschiedenen Software, die ganz einfach gestohlen wird. Und manchmal teilen die Verwalter von den Netzwerken auch die Software mit vielen, vielen Leuten. Und manchmal kann man diese Software dann sogar von GitHub runterladen. Und man kann sich dann einfach diese Software beschaffen. Eine Frage vom Internet? Ah, nein. Wegen den Geldautomatenverwaltungssystemen. FiServe or even like a trend that some ATM networks you see in gibt es Netzwerksysteme? Bankautomaten-Netzwerksysteme? Wisst ihr irgendwas über die Werbung, die eingeblendet wird, welche Software das macht in den Bankautomaten-Systemen? Also es gibt verschiedene Systeme, die Bankautomaten verwalten, aber es gibt immer faule Leute, es gibt immer faule Leute, die mehr Software oder Geräte installieren. Thanks again for the amazing presentation. Danke für den tollen Vortrag. Ich habe mich gefragt, Fälle gibt, wo die Sicherheit der Netzwerke, die ihr präsentiert habt, ob irgendwelche Übertragungen, irgendwelche Verschlüsselungen hatten, überhaupt irgendwo. Also es gibt verschiedene Bankautomaten, verschiedene Verkäufer, verschiedene Banken und wir haben euch extreme Fälle gezeigt. Wir können sagen, dass irgendein Bankautomat, dass jeder Bankautomat zumindest verwundbar zu irgendeinem, jeder Bankautomat ist verwundbar gegen irgendeinen Exploit, den wir gezeigt haben. Aber es gibt keinen Bankautomaten, der gegen alle Sachen verwundbar ist. Also wir haben sehr, sehr sichere Bankautomaten, wir haben sichere Bankautomaten gesehen, aber nicht sehr, sehr sichere. Okay,
Die Internet möchte gerne wissen, wie einfach wäre es, einen Bankautomaten in einem Out-of-Service-Modus zu bekommen. Also wie einfach ist es, einen ATM, einen Geldautomaten da? Naja, wenn man einfach ein Messer nimmt, das Kabel durchzuschneiden, ist es sehr einfach. Aber wenn ich die Frage richtig verstehe, ist es ein bisschen außerhalb unserer Präsentation. Denn wir, also der Angreifer, will Geld vom Bankautomaten. Und das ist unser eigentliches Ziel. Das Internet hat noch eine Frage. Das Internet würde sich gerne wissen, wie der Bankautomat sich genau zum Netzwerk verbindet, wenn nicht über wir haben schon lange Präsentationen über Bankautomatsicherheit gemacht. Und ihr könnt diese Präsentationen auf unserem Twitter sehen. Also es gibt verschiedene Systeme, 2 G-Madams, 3 G-Madams, 4 G-Madams. Wir haben sogar X25 gesehen, um mit dem Rechnungscenter zu kommunizieren. Es gibt noch verschiedene zusätzliche Sicherheitssysteme für Bankautomaten, manchmal Hardware, manchmal Software. Also manchmal gibt es zum Beispiel ein Gerät, was in dem Bankautomaten noch drin ist, dass sich dann, dieses Gerät verbindet sich dann zu einem VPN-Client und dieses VPN-Client verbindet sich dann zum Netzwerk. Aber das Problem ist, dass dieses spezielle Gerät haben wir das in unserer Präsentation gesehen. Und dieses Gerät ist außerhalb des Geldautomaten. Und der Angreifer kann dann einfach das Internetkabel abschneiden und sich dann direkt damit verbinden. Und das andere Problem, man kann einfach dieses Kabel dann zum Netzwerk vom Geldautomatenmaschinen verbinden. Und viele von euch haben schon Bankautomaten mit dem Windows-Window gesehen und wo dann steht, ja, ich kann nicht zum VPN-Server verbinden. Es gibt keinen identischen Geldautomaten in der gleichen Bank. Es gibt eigentlich nie identische Geldautomaten in der gleichen Bank. Ich habe noch eine letzte Frage vom Internet. Wäre es möglich, dem Bankautomaten dazu zu überreden, deine Kassette mit deinem Geld zu akzeptieren? Also vielleicht war die Frage über einen Cash-in-Bankautomaten, der dann deine Kassette mit deinem Geld akzeptiert. Und ja, es gibt solche Angriffe. Also natürlich kann ich die Frage jetzt zu der Kassette beantworten. Also es hat dann zu tun mit den Sicherheitsbeamten, die diese Kassetten austauschen. Und es gibt dann Kassetten mit einfach weißem Papier drin. Aber es ist sehr selten und das wird dann meistens von der Polizei gefunden, wenn jemand das versucht. Noch eine andere Frage. Gibt es irgendein anderes Betriebssystem, was in Bankautomaten drin ist, Linux zum Beispiel? Ja, es gibt ein OS 2 Betriebssystem in Amerika. Das ist DOS-basiert. Was Linux angeht, ich habe noch nichts gesehen, aber ich glaube, es gibt das. Meistens ist es Windows XP, immer noch am Leben. Danke euch. Ja. Ja.